Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Ausgepackt-Video habe ich euch meinen neuen Philips OneBlade-Rasierer vorgestellt und was da ebenfalls nicht fehlen darf, ist ein ordentlicher Stylist, so heißt das hier. Für mich ist das ein Nasenhaarschneider oder Trimmer. Ihr dürft euch das gerne aussuchen. Als Mann braucht man sowas ab einem bestimmten Alter, also die meisten zumindest. Und das hier ist mein Alter. Der hat, glaube ich, 5 Euro im Mediamarkt gekostet. Sieht so aus. Hört sich so an. Der ist schon ein paar Jahre alt. Und der hier kostet im Vergleich um die 20 Euro. Bei Amazon zurzeit reduziert. Warum, weiß ich nicht. Und von dem erwarte ich mir natürlich einiges. Dadurch, dass er 4-mal so teuer ist wie der alte. Und wir packen den mal zusammen aus. Das wird wahrscheinlich ein eher kurzes Video, weil es da halt auch gar nicht so wahnsinnig viel zum Auspacken gibt, schätze ich mal. Wir schauen mal, was auf der Verpackung draufsteht. Das ist ein Wilkinson Electric Trimmer, The Stylist. Painless Hair Removal, schmerzfreie Haarentfernung für Nasen, beziehungsweise die Nase, die Ohren und die Augen. Beziehungsweise nicht die Augen, sondern die Augenbrauen. Paper Packaging, okay, whatever, painless Removal of Hair mit einigen Symbolen, wie ihr hier seht, aber ich denke, jeder weiß, wie das funktioniert. Ich erspare euch auch, das Ding hier auszuprobieren. Das mache ich über die nächsten Wochen mal und falls es Interesse gibt, könnt ihr mir gerne einen entsprechenden Kommentar hinterlassen und dann werde ich gerne nochmal ein Zusammenfassungs- oder ein Testvideo machen mit einem endgültigen Urteil. Dieses Video beschränkt sich wohl eher auf das Auspacken des Gerätes und da müssen wir hier oben erstmal einige Siegel durchtrennen. Ich packe das jetzt eher mal brutal aus hier auf die unsanfte Weise. Das heißt, ich reiß den Deckel ab und dann kann man den Inhalt schon rausholen. Ja, ich hoffe, dass man hier nicht nur für die Verpackung 20 Euro zahlt. Immerhin ist schon eine Batterie dabei, das ist gut. Und es gibt verschiedene Aufsätze sowie eine Betriebsanweisung. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Der Trimmer selber sieht so aus. Er ist relativ leicht im Vergleich. Ja, er ist ein bisschen leichter, es ist allerdings auch noch keine Batterie drin. Die Batterie kommt dann vermutlich hier hinten rein. Batterie ist wie gesagt beigelegt. Die ist da unten. Energizer Max. Die setze ich da einfach ein. Ich glaube, jeder weiß, wie das funktioniert. Ich vermute, dass das so reingehört. Und dann schrauben wir den Deckel wieder drauf. Aha, und dann haben wir einen Effekt. Wir haben ein Geräusch im Vergleich. Der hier wird eingeschalten und dann läuft er und läuft er und läuft er, bis die Batterie leer ist. Und der hier, der läuft nur, wenn man aktiv auf den Knopf drückt. Das ist schon mal ganz gut, finde ich. Dann sind hier noch verschiedene Aufsätze dabei. Und zwar das hier. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aha, für die, ich hoffe, man kann das sehen. Ich stelle das mal kurz scharf. Ich hoffe, dass das geklappt hat. Das hier dürfte der Aufsatz sein für die Augenbrauen. Den brauche ich jetzt erstmal nicht, den packe ich wieder zurück. Und dann haben wir hier noch was. Ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht um die Nasenhaare zu kämmen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber wir schauen uns gleich natürlich noch die Betriebsanweisung an. Und ja. Dann sind wir auch schon durch mit dem Zubehör. Ach ja, ein Pinsel ist hier unten noch dabei zum Säubern des Gerätes. Ganz wichtig, sollte man regelmäßig machen. Sonst wird das ziemlich eklig mit der Zeit. Und dann kommen wir jetzt zur Anleitung.
Die sieht so aus und wir haben hier Informationen in Rumänisch, Ungarisch, Tschechisch. Das ist super, auch in Russisch, glaube ich. Wir haben hier einige Piktogramme mit dem Zubehör und wie das wohl so funktioniert. Und dann drehen wir das Ganze um. Englisch und Deutsch. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Verschiedene Warnhinweise. Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten aufbewahren. Nicht ins direkte Sonnenlicht legen. Batterie nicht verschlucken. Bei Verschlucken bitte Arzt aufsuchen. Den möchte ich sehen, der die Batterie verschluckt. Produktmerkmale. Ein Austaste, Batteriefach, Reinigungsbürste, Schutzhülle. Augenbrauentrimmer. Nasen- und Ohrhaartrimmer. Ja, einlegen und entfernen der Batterie. Das haben wir schon mal geschafft. Allgemeine Gebrauchsanweisung. Im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet. Haarentfernung in Nase und Ohr. Beginnen Sie mit dem in Abbildung gezeigten Aufsatz. Siehe Abbildung C für Anleitung. Ich vermute, das ist kein Aufsatz, der hier benutzt wird, sondern das wird einfach ohne Aufsatz benutzt. Schaubild C ist nicht wirklich hilfreich. Okay. Für beste Ergebnisse sollte die Haut sauber sein. Drücken Sie zum Einschalten die orangefarbene Taste. Drücken Sie zum Ausschalten erneut auf die orangefarbene Taste. Aha! Man kann ihn sowohl dauerhaft anschalten, ein- und ausschalten, indem man länger auf dem Knopf bleibt, oder man drückt den Knopf nur leicht und dann wird das Gerät auch nur kurz eingeschalten, bis man den Knopf eben wieder loslässt. Führen Sie das Gerät in Ihre Nase oder in Ihr Ohr ein, um überschüssige Haare zu entfernen. Trimmen und Formen der Augenbrauen, das ist jetzt nichts, was ich regelmäßig mache, aber vielleicht gibt es Menschen, die das machen. Dafür ist er auch geeignet. Dafür ist ein entsprechender Aufsatz dabei. Und wenn wir jetzt die zwei Geräte nochmal direkt miteinander vergleichen, klingt der links schon ein bisschen altersschwach, aber er funktioniert eigentlich auch noch gut. Von CM-Tronic ist der. Ich glaube, wie gesagt, 5 Euro Mediamarkt. Also ich bin gespannt, ob das hier die Mehrausgabe wert war. Wenn ihr gerne ein Testurteil hättet zu dem Thema, dann hinterlasst mir, wie gesagt, gerne einen entsprechenden Kommentar. Der hier ist wesentlich länger, stelle ich fest, und vom Gewicht her geben sie sich beide nicht viel. Hinterlasst mir gerne auch Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich in einem anderen Video wieder und irgendwann auch wieder in einem neuen Ausgepackt-Video. Vielen Dank, macht's gut, schöne Weihnachten schon mal vorab, es ist ja nicht mehr lang und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.